Du könntest ja auch der übelste Gym-Geher sein und übelst Ja, aufgepumpt der sein. übelste Pumper könnte ich auch Genau. sein. Vielleicht bin ich auch der übelste Pumper, aber die Leute, was mich auch privat kennen, denken sich dann nur so, Alter, jetzt Facepalm. Ja, und pumpen gehen, ja, genau, Mann. Ja, also die Frage kann ich dir beantworten. Ich glaube, ich habe das einzige Mal, ich glaube, ich hab, war bis jetzt ein einziges Mal in einem Fitnesscenter, bin reingegangen. Und dann hat sie geheißen, ja, sie müsste im Monat 20 Euro zahlen. Habe ich gesagt, so, ja, ist das Trinken mit inkludiert mit diesem Probetraining hier? Oder ja, also, dass sie halt alles mal sehen können. Ich so, okay, passt, habe mir ein Bier genommen, bin gegangen. Scheiße. Seitdem bin ich nie wieder in ein Fitnesscenter rein. Weil, Punkt A, für wem würde ich es machen? Ja, gerade mal für mich selber und. So wie ich jetzt auch schon passe ich eigentlich. Ja, die Das ist für meisten machen mich. es doch auch für sich selbst, oder? Ey, manche denken sich, boah, ich muss umpumpen gehen, Alter. Ich brauche Muckis, dass wenn ich einmal anspanne, dass der Bizeps platzt. Jetzt war der neue Name. Er geht halt, keine Ahnung, der lernt halt für irgendwas, für den Führerschein, glaube ich. Und lernt halt bis am Abend und um, keine Ahnung, 20 Uhr haut er sich dann ins Gym. Was? Dann kommt er halt wieder und dann nach dem Trainieren geht er halt sich halt daheim duschen oder dort halt, je nachdem. Und dann geht er halt pennen. Um Mitternacht, 1 Uhr, 2 Uhr, je nachdem. Alter. Und der Typ ist aber top ausgeschlafen am nächsten Tag. Ja, also wenn dir da ein paar Stunden halt Wie krass am Pumpen ist. dann glaube ich, fällst auch ins Bett und bist hundemüde. Kann man dann aufstehen. Habe ich da für ein Buch? Irgendein Wallpaper, okay. Schon wieder T-Shirts, Mann. Nein, ich reparier ein bisschen behindert. Gehst du gerade nach oben? Ich bin jetzt gerade drauf gegangen. Okay, was war? Ich habe irgendwas über die Treppen laufen gehört. Irgendwo backt unten und so rum. Warst du da schon? Ist alles leer. Wo bist denn du? Bist du rechts gegangen? Ich bin rechts, ja. Werde ich, aber ich sehe dich nicht. Bist denn du? Vielleicht sind wir auch auf unterschiedlichen Stockwerken noch. Ich höre dich auf jeden Fall. Geh mal in die Mitte zu den Sofas hin. Ja, ich bin Stockwerk über dir. Ach, Leute, Da wo okay. du bist, da war ich glaube ich schon. Also kannst du mal durchschauen, ob ich das vergessen habe oder liegen gelassen habe. Genau, aber Dass du da nur war tragen eben kannst. schon alles abgesucht. Wie komme ich jetzt da weiter nach oben? Da. Ich habe Bier gefunden. Irgendwie habe ich die Angst, dass ich gleich Besuch bekomme. Auf dem Dach warst du dann auch schon? Auf welchem Dach? Ja, weiß eh nichts. Also meinst du auf dem Balkon? Ja, okay, Balkon ist es ja eh. Könnte halt alles sein. Könnte halt eigentlich da auch der Urweiberheld sein, könnte ich auch. Alles sein. Ja. Könnte auch Boris Becker sein. Holy shit. Vielleicht bin ich auch nicht Boris Becker. Holy shit, Dann Mann! Da ist ein was Polizist. los? Wo? Beim Chemietisch, ne, sehe ich da. Der explodiert! Will ich irgendwie nicht. Wenn er stürmt, lauf weg, weil dann explodiert er sofort. Ja, siehst Boom! du? Siehst du? Boah, ich bin so geil, Mann. Ich bin so ein geiles Stück Code, Mann. Hey, wegen was? Weil ich das gewusst habe. Ja, das. Da ist halt noch einer! Ach, komm, Mann, wirklich. Wo bist du? Immer noch da. Achtung! Oh shit, zwei Mann daneben geschossen, was für ein Opfer. Okay, jetzt kommt der Polizist auch. Howdy! Wo ist denn der? Da Der hinter dir! fucking Skater, Mann! Achtung! Achtung, hinter dir! Danke.
Ich hab noch Pfeil und Bogen. Er ist mit Zombies down. Breaking Bad Zombie. Wo ist der? Da ist wieder die Treppen rauf. Okay. Okay, den will ich jetzt erst mal tot sehen. Okay, wieso rennt die komplett weg? Der ist komplett aufs Dach jetzt. Nee, wirklich? Ja, ich check das nicht. Da ist nichts. Dach ist leer. Der muss aber rauf sein. Der ist aber nicht. Hä? Oder ist despawned. Oder hat sich irgendwo in die Luft gejagt. Da ist nichts. Da ist jetzt runtergesprungen. Wahrscheinlich. Toll. Also ist möglich. Okay. Den einzigen, den man. Ja, da ist unten. Ich kann ihn rumspucken. Pff. Ja, da unten ist er. Bum, 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 bum. Das ist das Einzige, worauf ich mich beim Bundesheer freue, Alter. Ich darf zum ersten Mal Waffen abdrücken, Alter. Und wenn es nur einmal ist, ist mir egal, ich werde es genießen. Mehr der Opfer. Ja, da habe ich ihn getroffen. Treffe nicht, ich bin so ein Opfer, Mann. Da habe ich ihn nochmal getroffen. Nochmal. Dass ich 119 Pfeile mit habe. Der hat immer eine andere Laufroutine. Ja, das checke ich auch ab und zu nicht. Die sind du denkst, aber passt, der biegt gleich rauf und dann läuft er komplett woanders hin. Ja, ich schätze mal, wir sind hier dann eh durch, krankenhausmäßig. Ich hab da hinten noch nicht fertig geschaut, wenn ich dir helfen wollte. Und kein einziges Antibiotika, oder? Leider nichts. Oder für eine Drahtpulver. Vitamine, boah, geil, man, fast. Ja. Patronenhülsen, boah, da kannst du noch was tragen. Yep. Wobei, vergiss es, ich hab schon. Oh, hier schon. Ja, aber dann gehe ich jetzt mal noch runter, pack noch ein bisschen ins Motorrad rein und dann geht noch ein, zwei Gebäude gehen noch, aber dann bin ich auch schon wieder komplett voll. Hoppla. Ich habe nur Schmerzmittel gefunden. Ich habe noch gefühlt 10 Rabatt-Items für Steam. Aber die musst du traden, MMO. Okay. Ey, 10 Rabatt-Items. Was? Was für Rabatt-Items? Ich hab keine Ahnung. Ah, wahrscheinlich, weil er ein Abzeichen erstellt hat, kriegst du immer so auf richtige Crap-Games, kriegst du immer Untersetzungen. Das wieder wahrscheinlich meinen. Warst du gerade rum? Ja, da ist wieder ein Zombie-Polizist. Ohne Scheiß. Wenn ich weiter weg gehe, höre ich das Schallgedämpfte nicht, sondern du hörst so eine. Richtig laut, aber. Kann man den jetzt so wie so einen Creeper zum Explodieren bringen? Ahnung, denk schon. Voll, wo ist der jetzt wieder hin? Ist schon wieder abgehaut? Ja. Ärgst du, Mann? Was für ein Feigling. Ist denn ein paar Glasscheiben mit. Ach lol, nee, der ist da gestorben. Hä? Ja, wenn du dieses Schaß hörst, dann hat er sich, dann jagt er sich immer selbst in die Luft. Also wenn du einen Furz hörst, dann war es er und er ist tot. Alter, Schnauze. Bitte, Scheiße. Ja, tatsächlich, hast recht gehabt mit den Rabatt-Dinger, die hat er von diesen Abzeichen.
Rabatt von 10 Cent oder so. Ja, das bringt es halt auch ja, das voll. sind immer so Games, weil die einfach nur Finanzierung brauchen. Er hat mal ein Game gekriegt, was er relativ gerne mal eine Zeit lang gespielt hat. Ich weiß leider nicht mehr, wie es das heißt, aber so ein Jump'n'Run-Game. Aber Legends of Persia, das sagt mir vorher jetzt nix. Wären Das sowieso. Ah, Knochenbruch. Läuft. Ah, Bist du wo runtergefallen? warte, was? You don't have a leg to stand on. Alter, ich müsste mir beide Beine gebrochen haben gerade. Ich habe ein Achievement bekommen. Lol. Don't need a leg to stand on. Alter, ich habe wahrscheinlich gerade echt beide Beine gebrochen. Aber ich habe eine Schiene mitgehabt. Habe ich gelootet vorhin. So, das brauche ich noch. Das kann weg. Das brauche ich auch Ah, noch. ich wollte doch eigentlich. Das. Boah, das war knapp. Muss da weg, Mann. Da atmet irgendwas. Hinter dir ist ein Zombie. Hinter mir. Ja. Wo sind wir die hinten? Oh, ja, jetzt ist er tot. Ach la. Holy shit. Hast du den gekillt, den ich gemeint habe? Das kostet bei Steam 20 € mit den Rabatt nur 2 €. Ist so ein RPG Indie-Game. Ich glaube, das schlägt es mir öfter mal bei Steam vor. Ich kriege auch immer die Indie-Games vorgeschlagen. Also gerade das mit Persia oder so, das sagt mir vielleicht schon was. Ja, ich kriege auch die ganze Zeit Conan Exile vorgeschlagen. Wo ist denn nicht? Nein, nicht. Ein Freund von mir und ein relativ geiler Streamer, der zockt das zurzeit Hardcore. Der zockt halt auf einem RP-Server. Ah, okay. Und der zockt das halt richtig krass, Mann. Nur noch das Spiel am Suchten. Der hat früher PUBG gestreamt. Oha. Der war richtig geil drauf, der Typ. Meiner Meinung nach. MMO kenne ich nicht. Oh, erst mal das Ganze. Wir haben mal Zeug. so eine Invasion gemacht, wie wir es bei Soul Reaper mal gemacht haben. Mit Invasion? Follows und Hosts und Ach allen so. möglichen Leuten. Wir sind ja geraidet, ich und MMO und noch andere Leute haben ihn dann gehostet. Ein paar Leute haben ihn dann instant gefollowed. War schon geil, Mann. Erst, Junge! Chill dann live, ja? Nehm dir deine Eier ab, wenn es sein muss. Die nagel ich mir an die Wand mit meiner Nagelpistole. Werfe ich sie in die Luft und so. Richtig geil. Die Scheiße, wie heißt denn? Badkiller, ja genau, Badkiller meine ich. Den lieben Badkiller meine ich. Der ist nämlich wie ich, Österreicher. Der kommt nur aus einem anderen Bundesland. Boah, der ist richtig gut drauf, der Typ. Und wenn der PUBG spielt, ich meine, er ist. Wenn du dir so denkst, der Typ, er weiß, wie das Spiel funktioniert, er kennt gewisse Kniffe in dem Game. Aber wenn er mal einen schlechten Tag hat, hat er einen schlechten Tag. Also das ist, da kann er dann nichts machen dagegen. Da ist er dann einfach scheiße. Da spielt er dann aber auch. Er spielt meistens immer so ein, zwei Runden davor. Und je nachdem, wie die ausfallen, hat er dann immer gestreamt oder nicht. Aber das Ding ist jetzt, du meinst jetzt so bei PUBG, oder? Ja. Aber bei, wenn es jetzt so Conan Exile oder so Das zockst, streamt er ja nicht. RP-mäßig, da kannst du nicht viel falsch machen, oder? Eh nicht, das streamt er ja nicht. Ach Das ist das so, okay. Problem. Der hat schon urlang nicht mehr gestreamt, finde ich voll schade auf der einen Seite. Wenn ja, mit seiner Arbeit ist es halt auch immer schwierig, verstehe ich auch. Puh, das kann ich auch verstehen, ja. Wenn der dann einmal hin und wieder mal so 3 Wochen lang durchgehend arbeiten muss und eigentlich nur am Wochenende zu Hause ist. Ja, dann ist es dann auch blöd. Vielleicht mal, wenn er nicht auch noch in der Arbeit bleiben muss. Boah, wenn 7 Days to Die ja mal durch ist, was steht denn dann an? Eigentlich immer Border 2. Borderlands. Border 2. Border 2. Aber ich Mach habe Border keine Ahnung, 2 wie lange das dann. noch dauert.
Also ganz ehrlich, ja, wir werden entweder sterben wir extrem dumm und rage quitten beide, dass wir einfach keinen Bock mehr haben und fertig. Das Ja. war's. Das ist dann Ende. Oder zwei, wir haben einfach keinen Bock mehr, die ganze Zeit nur zu looten. Das Ding ist, bei Haben die mir ganze wird's. Karte oder und zumindest ich habe die ganze Karte erkundet. Dann glaube ich, ist auch der Punkt eingetreten, wo wir dann nicht mehr zocken. Also ich denke mal, das wird dann mehr oder weniger gleichzeitig sein, weil du wirst dann mehr oder weniger erkunden und ich werde noch vielleicht noch meinen Turm bauen. Und wenn der vielleicht noch steht, dann weiß ich auch schon nicht mehr, was ich machen soll. Ah ja, immer die goldenen Lampen mitnehmen, gell? Kannst kaputt schlagen, kriegst Messing raus. Aber das ist gut, dass du es nochmal erwähnst. Ja, ich habe auch erst jetzt wieder dran gedacht. Ich gehe dann nachher nochmal alle Weise ab. Ey, Kollege! Oh, Das ist schade. mir. Gut, dass ich mir vorhin ein Ding reingeknallt habe. Schon mal so an was Rust-mäßig gedacht. Also, wenn wir mit Seven Days to Die fertig sind, Alter, dann müssen wir schon mal was der anderes immer mit mäßig von seinem Survival Rust, zocken. Mann. Immer mit seinem Rust, ey. Aber da brauche ich mal wieder was mit Story oder so. Also, Survival ist schön und gut, aber wir brauchen Ja, auch aber immer so ich kann Abwechslung das dann. nicht immer zocken, Mann. Weil wir haben jetzt auch Forest-mäßig gemacht, dann haben wir Dead Rising gemacht und jetzt Genau, halt ja auch wieder danach Dead Survival. Rising, glaube ich, haben wir Border gemacht. Oder kam da was irgendwas dazwischen? Oh ne, Border, ja. Ja, kommt der Border an. Wo du am Anfang einfach nur so, ja, okay, spielen wir das halt. Und nach einer Zeit ist er voll reingekippt. Ja, war ich echt am Anfang nicht der Fan, das gebe ich ehrlich Oh, zu. ein infizierter Bärmann! Oh shit. Der kriegt mich. Genau, Borderlands ist, glaube ich, echt einmal nicht Bin schlecht. entkommen. Sehr gut. Der steht direkt vor dem Haus, wo du Okay, drin bist. ich bin ja, ich habe ihn gesehen. Okay, ich versuche den irgendwie wegzulocken. Ich muss nur kurz eine Treppe finden. Warte kurz. Wo ist denn der? Ich glaube, du hast den einfach getriggert. Ich glaube auch, aber der kommt hier nicht rein, oder kommt der von der anderen Seite rein? Oh Gott, der kommt, glaube ich, könnte von der anderen Seite reinkommen. Habe ihn angelockt. Da ist er Okay, noch der ist beim oben. Krankenhaus wieder. Ja, Oder ist jetzt das der oder nee? andere? Nein, ist dasselbe. Alter, wie schnell ist denn der bitte? Der ist richtig schnell unterwegs. Wie er bloß auf der Stelle rennt. Bei mir steht er gerade. Jetzt rennt er auf der Stelle. Den Bär killen, Mann. Alter, das sind zwei. Wirklich? Ja. Einer war bei Und der mir. Bär? Ja, sicher, safe. Wir Ja, sind jetzt jetzt sehe ich zwei ihn. vom Jetzt habe ich die Augen kurz Krankenhaus. wechseln. Hast du Munition? Nein, nicht Scheiße, ich habe viel. auch keine mehr. Alter, das sind wirklich zwei, Mann. Und einer wollte mich jetzt gerade noch vernaschen. Ich habe beide. Ich habe die Akku von beiden. Ich habe leider null zur Verteidigung. Ich habe keine Shotgun-Schuss mehr. Gar nichts mehr. Ich schau Nur mal, ob Pfeile. ich komme mal hinten rum. Ich schau mal, ob ich hinten zum Krankenhaus komme. Behalt die aber immer im Auge, nicht dass dann einer sofort auf dich zurennt. Dann einfach gebe ich die ganze Zeit mit dem Pfeil einen Headshot, weil er die ganze Zeit da steht. Ja, ich glaube, hinten ist kein Eingang, oder? Dann mach dir einen. Deine Bär ist tot. Okay, schau mal, ob der andere jetzt noch da bleibt. Ja, der ist noch da. Nein, ich. Komm her, du Scheißbär, Mann.